Was geht ab, meine Pokémon-Trainer Oseruion? Heute geht es weiter! Heute geht's weiter. Wir haben tatsächlich. Ich finde, unser Team sieht schon cool aus, muss ich ehrlich sagen. Jetzt auch, wo sich Blamon entwickelt hat. Oh, Sanja, mi Senora. Como estas, mi guapa? Hallo, na, wie geht es voran mit den Arena-Orden? Ich habe die antike Stätte von Passberg jetzt von oben bis unten untersucht, aber ich weiß noch immer nicht, welche beiden Pokémon hinter dem Schwert und dem Schild stecken. Oder wo sie sich heute aufhalten. So viel ist doch unklar. Vielleicht hilft es, wenn ich mir nochmal die Wandteppiche in der Schatzkammer ansehe. Das laute Geräusch eben kam aus dem Chlorstadion? Hä, unter dem Stadion befinden sich das Energiewerk des Ligapräsidenten. Was da wohl abgeht? Oh, eine Energiequelle hier, was denn los? Meine Energiequelle direkt schlägt aus. Soll das etwa heißen, dass man den Pokémon-Diener maximieren kann? Sanja Oseru! Habt ihr diesen Knaller eben auch gehört? Rose führt wahrscheinlich wieder irgendwelche Experimente durch. Das gefällt mir gar nicht. Wenn wir nichts unternehmen, könnten sich mitten in Cloud City einen Pokémon-Diener maximieren. Lol. Im Alter, das hätte schon was. Gute Idee, und ich komme mit, sonst verläuft es sich nur wieder. Ey, ich will auch dann. Schick mich jetzt ja nicht nach Route 7, ey. Ihr belastet den Erwachsenen. My Lady, wenn du wüsstest, wie alt ich eigentlich bin. Sanja, bis dann. Oh, da hätten es Hop, my Boy. Hey, Oseru! Hey, hopp, was geht da? Komm! Ah, das war. Guck mal, was da. Guck mal. Schau mal, was da zu sagen hat, mein Boy. Und geht's dir besser, hopp? Dieser Wald und Papa, das Fragen waren zu viel für mich. Ich bin immer noch total durcheinander. Aber zum Glück habe ich dich endlich wieder eingeholt. Yeah, mein Boy. Komm, lass auf gute Sieben miteinander kämpfen. Ja, okay. Let's go. Warum nicht? Vielleicht jetzt hilft es uns auf die Sprünge. Tatsächlich. Bin dabei, mein Boy. Ja, genau. Ich finde unser Team eigentlich recht cool. Ich weiß nur nicht. Also, ja. Ihr könnt sich aber trotzdem ändern, aber. Ich werde das nicht so lassen, wenn ich irgendein Pokémon sehen will, so, dann packe ich es auf jeden Fall rein. Bin halt noch gespannt, was uns so alles erwarten wird, Freunde. Okay. Achso, das war die eine Route 7 waren wir doch mal, oder? War nicht die ganze Mogelbau? Mogel. Oseru! Wenn ich stark genug werden will, um den einzuholen, darf ich nicht davon zurückschrecken, neue Sachen auszuprobieren. Ich bin mal gespannt. Ja, lass mal kämpfen. Ich bin gespannt, ob du neue Pokémon hast. Darauf bin ich gespannt, Hopp. Hoppru! Und? Tromborg. Oh, geil. Tromborg. Geiles Pokémon. Okay, er hat neue Pokémon tatsächlich. Purple Rage. Marboy. Ist leider aber die falschen Pokémon geholt, muss ich ehrlich sagen. Das wird jetzt wehtun. Einmal Gift-Heap, Legift in dein Gesicht. Oh, mal deine Bats. Und. Ja, okay. Tromborg ist tanky, so ist nicht Tromborg. Mau. Oh, Dunkelklaue sah geil aus. Sah nicht schlecht aus. Mau! Zack, raus mit dir. Tromborg wurde besiegt. Ciao. Lauchzelot, Level 38. Relaxo! F! Relaxo! Lass mal Dicke raushauen, let's go. Why not? Ich wollte eigentlich Lauchzelot raushauen. Aber der hat nur Zertrümmerer als Kampfattacke. Es zieht sich übel. DK ist ready, Mann, der will den einfach nur bomben. Kommst du heute lang? Olle! Wie nett Relaxo aussieht. Gönn dir mal ein paar Traumschläge, Relaxo. Bam! Batz. Aber guck mal, DK ist schon groß. Wie, was war der? 2 Meter irgendwas? Und Glurak ist einfach kleiner, so. Was ist da falsch gelaufen, Mann? Oder Relaxo ist auch. Also, wenn die Größenverhältnisse hier stimmen, vielleicht ein bisschen kleiner sogar. Ich denke an sich, die Pokémon von damals, so die ersten Pokémon, die waren halt vom Mindset her, haben sich wahrscheinlich an sich die Pokémon klein gehalten, weil es ja so Taschenmonster waren, wisst ihr, was ich meine? Na, guck mal, DK könnte, Alter, DK, wenn jetzt mal Overdrive, achso, Purple Rage, wenn jetzt mal ohne zu wissen jetzt, wie groß DK und Glurak wären, dann kommt es einem schon so vor, als wäre Glurak größer. Ich meine, Ash fliegt ja auf den und so, naja. Overdrive! Der Anwender haut in die Seiten seiner Gitarre oder seines Basses und erzeugt dröhnende Kraftvibrationen, die gegnerischen Pokémon Schaden. Wie geil ist der Boy? Spezialangriff hat 123. Okay, das sehen wir auf jeden Fall an. 80er Schaden macht das. Wir hauen Funkensprung raus. Sehr geil. Und Overdrive sollte aber trotzdem mehr Schaden als Ladungsstoß machen, auch wenn beide 80 Schaden machen, wegen seiner Fähigkeit. Funifras ist auch dieses Stahlkäfer-Pokémon, richtig? Funifras. Nee, ich hab falsch gewählt. Funifras ist dieser Ameisenbär.
Oder? Funifras, der... Ja, genau, genau. Ja, aber sein Gegner oder sein Rivale, das ist den, den ich meinte. Okay, ich habe nicht gut gewechselt eigentlich. Gut, solange keine Schadattacke hat, passt. Genau. Ey, geil. Na, hast du mit einem Volltreffer gerechnet? LOL, haha, es hat ja auch so viel Schaden gemacht, du Vollpfosten, Alter. Oh! Oh my, yeah. War schön, Leute, das wird ein Switch. Mal Blamon reintun. Yes, machen wir einfach mal Boy Blamon rein. Für den muss immer noch ein Namen. Alter, kennt ihr aus dem Digimon-Film? Aus dem... HDF, das hat schon gut Schaden gemacht. Was war das? So you're approaching me. Warte mal. Kennt ihr aus dem Digimon-Film? In dem Film, in dem es Feuerpeitsche. Dein Ernst? Junge, was für ein Schaden macht es? Das kann doch nicht sein. Hä? Feuer. Hallo? Was war denn das gerade? Hä? Jedenfalls, aus dem Film, wo es zu Omnimon kam. Das war so ein Zweiteiler mehr oder weniger. Omnimon und danach lief ja noch was. Und da hat's doch... Ah, mir fällt der Name vom Digimon nicht ein. Jedenfalls hat's da ein Digimon gehabt, welches so verschickt war, welches so crazy drauf war. Wie so ein bisschen clownartig und wenn es entwickelt hat, ist so richtig abgegangen. Oh, es waren so zwei Brüder. Warte, was hat der immer gesagt? Was hat der immer gesagt? Wie hieß das Pokémon? Das eine Pokémon war von einem... Von einem Pokémon, sag ich schon. Das eine Digimon war von einem Jungen, also von einem Helden. Den seine Digitation hat, war so grün und hat auf einmal so... Seine Arme wurden zu Waffen und so. Hieß es Patamon? Hieß es Patamon? Ich weiß nicht. Jedenfalls, der hatte, glaube ich, einen Bruder oder so. Und der Bruder war... Oh, das ist die letzte Entwicklung. Und der Bruder war verschickt, so. Der hatte irgendwas. Irgendwas war mit dem. Und die sind auf die Suche nach ihm gegangen, um ihn zu retten quasi. Und es erinnert mich so an den ihre finalen Digitation. Die waren auch so crazy drauf. Warte mal, ich guck mal kurz, was Patamon ist. Aber nee, Patamon... Oder ist es Patamon? Nee, nicht Patamon. Patamon ist der... Der vom ersten. Miau. Verdammt, ich weiß, ich habe den Namen vergessen. Warte. Den Namen vergessen von dem Digimon. Jare, jare. Ja, Bro, konzentriere dich auf dich selbst, nicht immer Bruder, Bruder. Viel stärker als früher, auf jeden Fall. Das war ein guter Kampf. Das war echt ein guter Kampf. Marboy Hop. Ich weiß, was ich wirklich will. Alright, ich will nicht nur gegen meinen großen Bruder kämpfen. Ich will ihn besiegen. Alter, sehr geil. Endlich Marboy. Genau so sollte es sein. So sollte es sein. So gefällt mir schon viel besser, Mann. So, ich habe jetzt nachgeschaut und sah, ich meinte Teriamon und Lopmon. Wie man immer das auch aussprechen mag. Und der wurde dann zu Cherubimon. Cherubimon erinnert mich an my boy, an den wir gefangen haben. Alter, der erinnert mich echt an den. Muss ehrlich sagen, jetzt wenn ich den so anschaue. Cherubimon, Freunde. Der erinnert mich an den. Der sieht geil aus. Und den meinte ich, das war übel verschickt. Ich glaube, ich werde den so auch so nennen. Cherubimon, wenn ich das richtig ausspreche. Ich muss den Film mal wieder mal angucken, oder wie das da ausgesprochen wurde. Das ist jedenfalls der zweite Digimon-Film gesehen. Beziehungsweise... Je nachdem, das waren ja mehr oder weniger Kurzfilme und bei uns wurde das rausgehauen. Ein Film und viele Kurzfilme. Jedenfalls war das ein Part von so einem Film. Digimon, der Film. War geil, der hat mich an den erinnert, muss ich ehrlich sagen. Der hat mich echt an den erinnert. Egal, hier haben wir jetzt ein Bundle B oder Bundle By, Bundle, was auch immer hier an der Stelle. Purple Rage ist ready. Cherubimon, ich glaube, ich soll es machen. Cherubimon.
Der sieht aus wie der. Der war übel verschickt so. Der war von irgendwas. Irgendwas war mit dem. Oh mein Gott. Cherubimon. Ich muss halt nur wissen. Muss man den Film wieder oder die Szene anschauen. Ich weiß gerade nicht, wie man den ausspricht. Genau. War das der deutsche Name? Der deutsche Name? Cherubimon? Ich denke schon. Ja. Was soll's? So, Hornwiesel, klatsch mal auch mal zur Seite. Ich kümmere mich mal nach dem Part darum. Mal guck mal, wie man den Boy ausspricht. Und dann werde ich den Boy umbenennen. Das fühle ich gerade. Wobei ich letztens gefragt habe, ob King Crimson. Beziehungsweise King Crimson, ja. Ne, man, der sieht echt aus für mich wie das Digimon. Na, jedenfalls. Was eine tolle Demonstration. Ja. Raus mit dir, bitte. Ey! Oh mein Gott, die haben mich einfach zu den Pokémon geschickt. Was ist mit dir, Mann? Hau ab! So, delay. Oh, der hält aus. Was bist du? Omlaui! Alter, Wolverine! Mautzinger! Das ist Mautzis Weiterentwicklung. Okay, jetzt verstehe ich all diejenigen. Ich habe nämlich gesagt, beziehungsweise habe ich dir. Ich habe mich ja gefragt, wie Snowbilly gerade aussieht. Aber. Okay. Es gibt quasi keinen Galar Snowbilly Card. Sondern Galar Mautzi hat eine andere Entwicklung. Finde ich viel geiler, to be honest. Das ist Mautzinger. Wie geil der aussieht. Lecco mio, den fangen wir uns. So, my boy, Mautzinger wäre ich an der Stelle. Mau. Mautzinger. Der sieht geil aus. Jetzt bin ich mal gespannt auf den Pokédex-Eintrag, du. Muss ehrlich sagen. Und zwar hat er einen Typus dazu bekommen und immer noch Stahl. Stahl, okay. Es entwickelt sich Wikinger. Ist es ein Wikinger? Dein Ernst? Es entwickelt sich nach einer langen Zeit voller Kämpfe. Nun kann es seine Krallen ausfahren, um sie als Dolche zu nutzen. HDF, wie aggressiv. Blackfield würde sich freuen. Der ist geil. Wäre vielleicht echt so ein Pokémon, wo ich auch gerne ins Team nehmen würde, tatsächlich. Der sah echt cool aus, muss ehrlich sein. Okay, was bist du für ein Taxipilot? Oh, der Junge, siehst du überhaupt was? So, zur Seite, Nick, mit dir. Wisst ihr, was ich geil finde? Wie viele Ohren haben wir jetzt? Wie viele? Fünf Ohren haben wir, glaube ich. Und so, die wilden Pokémon haben jetzt so Level 40. Oh, wie schnell das ist. HDF? Und die Trainer haben... Ja, okay, die Trainer sind ein bisschen... Jedenfalls, die wilden... Warte, ist er auf Level 40? Oder habe ich jetzt verwechselt? Ach, da ist so knapp 40. Das geht nicht schlecht, finde ich. Vielleicht 40, so in frühen Spielen, war 40 so vielleicht beim 6., 7. Orden. Ja, okay, 6 sind wir eigentlich. Ich will ganz kurz mal gucken, was im Gras-Encounter kommt. Lol, HDF, wie klein. Hä? Wieso bist du wieder da? Keiner weiß. War das alles von Route 7 oder geht's noch weiter? Flucht gescheitert, hör auf mit sowas, Mann. Junge, please, lass mich keine Gewalt anwenden. Cleoparda, zieh Leine. Danke. Aber Mautzinger war geil. Wir haben einfach einen Wikinger. Komm her, Mann, ich dachte, wir Wikinger kämpfen. Ja, wir sind alle Wikinger. Komm her. Oh. Alter, hallo, was ist hier denn? Pokémon-Kreis. Bitte lass mich in Ruhe. Ah. Ich würde gerne mal ein Gras-Encounter. Nein, Junge. Jetzt, please. Ja, genau. Wow. Route 7 kann man wilde Toxel fangen. Geil. Gut zu wissen. Krass, gut zu wissen. Okay, nicht schlecht. Okay, aber ja, das reicht mit euch. Lasst mich alle in Ruhe. Oh, wie schnell das ist. Hör auf. Okay, Route 8, genau. Route 8. Über Route 8 kommen wir dann zur nächsten City. Route 8 sieht ganz interessant aus, muss ich ehrlich sagen. Oh mein Gott. Sedimanto ist da unten. Ulf, praktisch als zweite Entwicklung. Hab den Namen nicht im Kopf. Was ist das? Ah, gefällt es und so. Okay, sieht hier interessant aus, muss ich echt sagen. Hallo, was mit dir? Ein Augenblick bitte, es ist Zeit für einen Gesundheitscheck deiner Pokémon. Okay, guck mal. Ah, bist du Ärztin? Oh, Madame. Ärztin Romina, kannst mich gerne auschecken, Alter. So, kurz ausgecheckt. Alles in Ordnung, Leute. Alles in Ordnung bei mir. Halleluja. Aber von oben habe ich doch einen Ball gesehen, ne? Ah, okay. Ah, okay, hier lang, genau.
Schau mal, was so im Gras ist. Keiner weiß einfach nicht gehen können. Hier war doch irgendwas. Hallo? Hallo? Yes. Okay. Was ist das? Was? Sanaconda? Einfach die Weiterentwicklung von Sanaconda, Kugel 40, das meinte ich. Das würde ich gerne fangen. Aber ich weiß halt nicht, ob es ein. Warte mal. Ob es ein Boden-Pokémon ist. Sieht mir aus wie ein Boden-Pokémon, muss ich ehrlich sagen. Ist nicht sehr effektiv, oder? Ja. Heißt Elektro, kann ich nicht machen. Sanaconda. Interessant. Fange ich, würde ich gerne fangen. Aber darüber hinaus. So, jetzt versuchen wir den Boy mal zu fangen hier an der Stelle. Sanaconda! Hat mich nicht so überzeugt, Sanaconda. Also ich habe den nicht so gefühlt, sag ich mal. Naja. Das ist so eingepackt aus, ganz komisch. Aber schauen wir mal, was mit dem Pokédex-Eintrag auf sich hat. Und zwar haben wir hier Sandschlangen-Pokémon. Es rollt sich auf diese eigentümliche Weise zusammen, damit es den Sand aus seinem Sandbeutel effizienter verschießen kann. Ja, geht. Hat mich nicht so überzeugt. Aber ey, dass man die Entwicklung hier antrifft. So viel zu Sanaconda. War schön, danke. Ciao. War ich hier? Ja, ich war hier tatsächlich, ne? Richtig. Lass mich in Ruhe. Okay. Du kannst mich auch in Ruhe lassen, bitte. Da glitzert irgendwas. Miau. X-Verteidigung. Ja, nehme ich an. Dankeschön. Warte mal. Habe ich jetzt links irgendwas verpasst? Da geht's hoch. Es geht da oben. Was ist das da hinten? Junge, ist das sind wir in einem Mario-Spiel oder ist das Pokémon? Was ist das? Das ist doch kein Pokémon, oder? HDF. Also das sieht für mich gar nicht aus wie ein Pokémon. Schmalhorn. Der Anwender durchbohrt das Ziel mit seinem spitzen Ohr und diese Attacke trifft immer. Das Pokémon da unten ist übertrieben. Es sieht gar nicht aus wie ein Pokémon, Mann. Es passt irgendwie nicht in die Pokémon-Welt. Es sieht aus wie Mario. In die Mario-Welt würde das passen, aber komisch. Egal, ich sag mal nichts. Gucken wir uns das Ganze mal gleich an. Du kannst bitte weg. Okay, ja. Drei Hypertränke. Oh! Sanatrek! Junge, keiner will dich, Sanaconda, mit deinen zwei hübschen Nasenlöchern, ey. Was ist da los? Keiner will dich. Adios, sag ich zu dem nur. Und dann gehen wir mal von hier weiter runter. Oh je, die ganze Zeit hoch runter. Jere. Das kann sie ziehen, du. Das sag ich dir. Ey, nicht so aggressiv. Oh, wie schnell der ist. Ich mag den. Hey, das ist Pokémon da unten. Ich weiß, ich komme auf das. Oh, da ist das. Mlaui! Das ist echt ein Pokémon. Das gibt's doch nicht. Ein Legios? HDF? Was ist das? Was soll es sein, Mann? Ja, war schön, Junge. Oh mein Gott, nicht mal das hat ausgehalten. Hau ab. Jawohl, ich brauche Level 46. Hä? Komm wieder raus, hallo? Da unten ist noch eins. Dann holen wir uns das von da unten. Oh. Da glitzert irgendwas. Oh, Luxusbälle, geil. Aber ich gucke mal kurz hier weiter. Glitzert auch was? Feentafel. Incoming Arceus? Fragezeichen. Junge, was nervst du, Mann? Wie aggressiv der ist. Strepoli. Junge, einfach eine Muskelmasse draufgehauen. Keiner weiß, wie verschickt das Pokémon eigentlich ist, wenn man so überlegt. Die wollen alle Beef oder was? Lass mich alle in Ruhe. Top Belabor. Ah, die nette Dame. Die wollte kurz auf ein Date mit mir. Ah, hier geht's weiter oder was? Oh, da hinten sehe ich Ding. Ah, bitte. Claudia, ich komme gleich zu dir. Die läuft die Treppen hoch und da war ein TM, habe ich gesehen. Hallo? Ja. Wer bist du? Ja, dein Name? Hallo? Hast du mir deine Nummer? Mili! Koldra, was ist das? Koldra, Koldra, das haben wir in den Streams gesehen. Beziehungsweise habe ich das per Zaubertausch bekommen. Ist ein Drache-Geist-Pokémon. Das Pokémon will ich. Das sieht aus wie ein Drache, mein Boy. Und nicht so ein dahingelaufenes, so ein Stück Apfel, ey. Den Boy will ich. Jetzt stellst du mir die Frage, wo gibt's den? Wo kann ich den fangen? Hier oder was? Oder ich guck mal gleich in Pokédex rein.
Weil sie hat es ja. Bin gespannt, guck mal gleich rein. Hier, gönnt euch, Goldra. Ich bin gespannt, was aus dem wird, ey. Ich bin wirklich gespannt, was aus dem wird. Habitat. Hallo? Ah, hier. Lol, in der Naturzone auch, oder was? Ach, dieses Plus zeigt mir gerade an, wie das Wetter ist, oder wie? Hier in der Naturzone vor Claw City, links gibt es den. Ist dein Ernst? Hey, den würde ich mir normalerweise sofort fangen, ey, wenn ich echt sein darf mit euch. Goldra, den will ich. Den will ich im Team haben. Definitiv. So, ihr Pisser, bitte geht mal weg. Ah, hallo. Was willst du, Junge? Wer bist denn du eigentlich? Bist du ein... Hallo? Ein Rapper oder was? Das ist echt ein Rapper. Dein Ernst? Na, wie heißt du denn? Ah, Musiker. Julian! Ja, mein Boy, muss doch ein bisschen an deinen Rap-Künsten arbeiten. Lol, der hat sogar ein Ding. Goldene Zähne gehabt, keiner weiß. So, da oben ist Castellit oder wie das hieß. Hieß es Castellit, das Pokémon? Gesteinkäfer. Kann sein, dass auch vielleicht die Vorentwicklung so ist. Du! Du bleibst mal kurz hier. Was bist du eigentlich für ein Pokémon? Das habe ich immer noch nicht herausbekommen. Dich muss ich mal fangen. Halleluja, hat sich das Ding fangen lassen, ey. Keiner weiß, dass das so lange gedauert hat. Was ist das für ein Pokémon? Das will ich immer noch wissen, ey. Was ist das, hä? Hallo? Formations-Pokémon. Es ist ein Kampf-Pokémon? Was? Sie bin zu 6 ein Pokémon. Es kann im Kampf seine Formation nach Belieben ändern und legt bemerkenswerte Teamarbeit an den Tag. Müll. Kein interessiertes Pokémon. Hat es überhaupt eine Weiterentwicklung? Keiner weiß. Ganz, ganz komisches Pokémon. Fühle ich gar nicht. Nichts für mich, um ehrlich zu sein. Kingstein. Really? Nehme ich an. Alright. Dann wollen wir hier weiter hoch. Wie lange? Ha? Oh, da ist das Ding wieder. Keiner will dich aber. Ciao. Sind wir den Mix in der City? Ja. Jein. Lol, die macht da hinten Selfies. Guck mal, wie geil. Versperrt einfach den Weg. Aber es ist... Wie ist das Pokémon jetzt? Castellit, tatsächlich. Wusste ich doch. Nice. So, Castellit, mach den Weg frei. Hier lag nämlich ein TM und dann gehe ich mal sofort... Ah, Durchbruch. Nice. Lauchzert hat, by the way, Durchbruch auch vorhin selbstständig erlernt. Deswegen hat er zumindest mal eine gute Kampfattacke, sag ich mal. Ansonsten werden wir hier durch. Lass uns noch in die... Nein, was ist denn mit euch? Ihr seid jetzt 2 Trainer. Oh mein Gott. Oh, Jere. Keiner will sich mit euch klatschen, ey. Geschäftspartner Christina und Morten. Junge, wie verliebt die sind. Keiner weiß. Gönnt euch mal. Cool. Der ist nur am Handy einfach. The Legend. The Legend. Alter, das ist aber auch eine geile Kombo von mir. Boah, der Kampf hat sich aber gezogen hier, wenn ich ehrlich sein darf. Ja, mach du deine Selfies von der Niederlage. Jedenfalls, Leute, würde ich sagen, lasst uns hier Schluss machen. Ich meine, das ist so ein Camp hier. Gibt es hinten irgendwas? Gucken wir mal. Dann machen wir das nächste Mal von ihr aus weiter. Wir sind dann kurz vor der neuen Start. Hat der Träger durch eine Attacke oder eine Fähigkeit ein Feld erzeugt, verlängert sich dessen Dauer. Ah, okay. Deswegen genau, vielen Dank fürs Zusehen und sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Mach's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.